Der gefallene Stern war ein Mann. Nur ein Mann. Ich frage mich, ob sein Fall mit meinem Kreuzzug zu tun hat. Ich werde ihn zum alten Gelehrten bringen. Er könnte es wissen. Soll ich mir aneignen? Kane, darf ich vorstellen? Der gefallene Stern. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr? Ein Krieger, glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir, aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Alle Ziegenmenschen sind wahnsinnig. Dazu braucht es kein Schwert. Aber ich werde ihre Felder durchsuchen. Erinnert ihr euch noch an etwas anderes als euren Fall? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Also an nichts. Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Ihr habt nichts, woran ihr glauben könnt. Das Schwert wird euch helfen. Die Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die drei großen Übel zu besiegen. Diablo, Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie kam es, dass ihr der Letzte von ihnen seid? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Kane. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie. Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt, sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Die Dämonen haben diesen Pakt gebrochen und dennoch unternahm Tyrael nichts. Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, um die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Und das würde uns alle in Gefahr bringen. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe.
Was einst eins war, wird zu viel. Wohin sollte ich mich verbessern? Wenn es hier ein Schwert gibt, dann finden wir es auch. Noch nicht. Bereit.
Aufzug hält nicht. Auf. Welche Fertigkeit soll ich mir aneignen? Wollte ich das schon immer aufnehmen. Nur Geduld. Thank you.
rennen sollen, als sie es noch konnten. Forschungen haben ergeben, dass ein hoher Geistlicher der Zakarom, Akan, die Verderbnis zu spüren begann, die am Herzen seines Glaubens fraß. Er wusste, dass sie mit der Zeit seine geliebte Kirche zerstören würde und dass er handeln musste. Nach langem Beten kam Akan die Idee eines Kreuzritterordens. Noch nicht. Zorn reicht dafür nicht aus. Es haben sich Mächte gegen uns vereint, die stärker sind, als wir uns je vorstellen konnten. Hinter diesen Prüfungen steckt ein höheres Ziel. Noch nicht erkennen. Nun, wir werden mehr erfahren, indem wir weitergehen, anstatt zu reden.
Beute ist noch frisch. Der Jäger muss in der Nähe sein. Das Schwert. Stück muss in der Nähe sein. Vielleicht hat es die Ziegenmenschen wirklich in den Wahnsinn getrieben. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bin ein Kreuzritter. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Das Bruchstück ist mein. Das sehe ich nicht so. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uralten wandeln dürfen. Sie ist verschlagener, als man es von ihr erwartet. Die Felder von Tröstram sind ein wunderschöner, fruchtbarer Landstrich mit gemäßigtem Klima. Nachdem Alt-Tröstram zerstört wurde, traute sich für eine ganze Weile keiner der abergläubischen Bauern mehr dorthin. Doch mit der Zeit warfen sie ihren lächerlichen Aberglauben beiseite und nahmen wieder Hacke und Pflug auf. Heute versorgen sie Neu-Tröstram und Wortham mit ihrer Ernte. Hier ist ein Stück des Schwertes. Es war im Besitz einer Hexe und ihres Zirkels. Onkel Deckard,
Das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Ihre Anführerin Magda sagte, dass das nächste Bruchstück an einem Ort niedergegangen ist, den nur die Uralten betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Magdas dunkler Zirkel ist ein Überbleibsel einer uralten Religion, genannt die Religion der Dreieinigkeit. Sie verehrten die großen Übel als Götter. Obwohl ihre Götter tot sind, kämpfen sie weiter. Es verbleiben noch die letzten beiden Übel, Asmodan und Belial. Und wenn einer von ihnen hinter dem dunklen Zirkel steckt, dann haben unsere Probleme gerade erst begonnen. Ich spüre die Macht, die in diesem verzogenen Stück Metall schlummert. In der Tat, es fühlt sich vertraut an, obwohl der Rest noch immer unklar ist. Dies ist die Waffe eines Mannes mit festen Überzeugungen. War ich das? Was bin ich denn jetzt ohne meine Überzeugungen? Was auch immer ihr vergessen habt, ist nicht verloren. Es wird wiederkommen. Sollte ich mich verbessern? Nur Geduld. Wir beide sind gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Dann habt ihr noch nicht eure wahre Bestimmung gefunden. Ich hoffe, ich werde sie nie finden. Diese Macht ist so groß, dass... Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst! Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter, Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Ich werde es euch niemals verraten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Nicht, du Monster! Diesmal kommt ihr uns nicht davon! Das ist noch nicht das Ende.
Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden, aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt euch dem Kreuzzug anschließen? Es ist ein steiniger Pfad. Ja, schon klar. Der Pfad ist steinig und so. Wollen wir dann? Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Bitte sagt mir, dass ihr nicht in Erwägung zieht, euch darauf einzulassen. Und was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. In ihnen findet ihr die Schlüssel zu unserem heiligen Tempel. Über diesen Wäldern hängt ein Mantel uralter Verderbnis. Sind das Alarics Leute? Nein. Trinkt sein Blut. Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Gasthaus eröffnen. Wenn ich überlebe. Klingt friedlich. Nun, solltest du einmal arbeiten können. Drängt sie zurück, Brüder! Wir haben diese Welt gerappt. Zu einem besseren Ort gemacht. Ihm den Rest gegeben.
ungutes Gefühl bei der Sache. Zerstört den Hügel, Brüder! Lasst ihn nicht in die Hände dieser miesen Hunde fallen! Muss einer von Alericks Männern gewesen sein. Und dennoch hat... Unsere Feinde sind zahllos. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Wir müssen sie hier festhalten, während die Schlüssel zum heiligen Tempel vor ihrem Anführer, dem Dämon Eresa, versteckt werden. Wir dürfen nicht ins Wanken geraten, auch wenn wir bis auf den letzten Mann aufgerieben werden. Verlorenen Artefakten sucht. Meine Macht wächst. Wir waren uns so sicher, dass wir die Fallen überwinden könnten, die die Urahnen für Grabräuber aufgestellt hatten. Aber die Leichen meiner Freunde zeugen davon, wie töricht unsere Arroganz war. Ich werde auch bald sterben. Unsere Gier war unser Untergang.
habe Jahre damit verbracht, Orte wie diesen mit Onkel Decker zu erkunden. Das weckt Erinnerungen. Ich genieße es ebenso, böse Kreaturen in fremden, geheimnisvollen Ländern zu jagen. Ich sprach von schönen Erinnerungen. Ich ebenfalls. Alaric sagt, dass unser Volk die bevorstehende Schlacht überleben kann. Aber ich habe die Wahrheit in seinen Augen ablesen können. Warum hat er mir aufgetragen, das Fanal der Ehre zu bewachen? Diese schlürfenden Ungeheuer schlachten dort oben meine Leute ab. Und ich kann nichts tun, um es zu verhindern. Gibt es Frau? Nun ja. Nein. Sollten die Templer nicht jeden zulassen, der das Böse zu bekämpfen will? Eine interessante Idee. Ich werde sie den Oberen unterbreiten. Ich benötige mehr Zorn. Nicht genug Zorn. Steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Auch wenn sie meine Brüder sind, werden sie euch dennoch nach dem Leben trachten. Ich kann ihnen keine Vorwürfe für die Ausübung ihrer Pflichten machen. Thank you.
Brüder, erhebt euch und kämpft! Noch nicht bereit. Ich benötige mehr Zorn. Nur Geduld. Noch nicht. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Was denkt ihr nun, was ihr seid? Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Der Geist spricht wahr. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Ich bewundere eure Hartnäckigkeit. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränkt diesen Tempel mit ihrem Blut! Was meinte sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Die Zeit wird es zeigen. Und was ist die Macht in euch, von der sie sprach? Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen sofort zurück zu Onkel... Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach, ihre Macht wiederherzustellen. Doch hat sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht sterben wir, aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Ihr spracht von Kaldeum. Habt ihr dort mit eurem Vater gelebt? Ja, mein Vater war ein Diplomat. Wir hatten ein Haus mit Dienern, Terrassen und allem drum und dran. Alles änderte sich, als der Ärger begann. Irgendwie kamen Gerüchte auf, dass mein Großvater den Wahnsinn des Königs verursacht hatte. Die Arbeit meines Vaters fiel in sich zusammen. Niemand sprach mehr mit ihm. Er glaubte, es würde sich geben. Das ist nicht der Lauf der Dinge. Nein, ich würde jetzt lieber nicht weiter darüber reden. Ich habe Arbeit zu erledigen. Der Weltenstein war ein antikes Artefakt von unfassbarer Macht. Es wurde nicht nur zur Erschaffung der Welt, sondern auch zur Kontrolle über die Menschheit genutzt. Die ursprünglichen Menschen waren als Nephalem bekannt. Und sie besaßen solche Macht, dass man befürchtete, sie könnten das Gleichgewicht im ewigen Konflikt zwischen den hohen Himmeln und den brennenden Höllen stören. Also wurde der Weltenstein benutzt, um unsere Kräfte zu schwächen. So wurden wir zu dem, was wir heute sind. Aber nun, da er zerstört ist, ist es absehbar, dass die Kräfte der Nephalem zurückkehren werden. Tyrael war gezwungen, den Weltenstein zu zerstören, als er von Baal, dem Herrn der Zerstörung, bei seinem Versuch, die gesamte Menschheit zu beherrschen, mit dämonischen Energien verseucht wurde. Bedauernswert.
Der Berg Ariad, in dem er ruhte, wurde vernichtet und hinterließ nichts als einen rauchenden Krater. Seitdem hat niemand mehr etwas von Tyrael gehört. Ihr habt Lea auf euren Reisen aufgezogen. Die Straße ist allerdings ein sehr gefährlicher Ort für ein Kind. Nicht so gefährlich, wie ihr vielleicht denkt. Damals war die Welt friedlicher. Die meisten Leute haben einen alten Mann und ein junges Mädchen ohne Waffen oder Geld gar nicht beachtet, wenn sie durch ihr Land zogen. Hier, das zweite Stück des Schwertes. Magda ist bereits auf der Suche nach dem dritten Stück. Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Wortham ist das einzige Fischerdorf in der Nähe. Du hast recht, Lea. Das muss Wortham sein. Am Rande von Tristram findet sich eine Fähre, die dort anlegt. Erzählt mir von diesem Zirkel. Ich erinnere mich nicht an ihn. Da ist nur ein Gefühl, eine Dunkelheit, die mir bekannt vorkommt. Euch bekannt vorkommt? Dieser Zirkel ist womöglich Teil eines größeren Übels. Vielleicht wollte ich ihn bekämpfen. Ihr werdet euer Schwert brauchen. Ich habe ein paar neue Waren, die dir bestimmt gefallen. Ich habe nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Ich habe darüber nachgedacht, dass wir vielleicht nur Soldaten getroffen haben. Was passiert, wenn wir wieder angegriffen werden? Wir haben gerade eine Woche lang hunderte wandelnder Leichen vor unseren unbezwingbaren Toren abgewehrt. Wir sind die härtesten Bastarde. Stellt den Weg, auf dem ihr seid, nicht in Frage. Er wird euch Dinge zeigen, die eure Seele selbst auf die Probe stellen werden. Aber wenn ihr jemanden zum Reden braucht, werdet ihr euch immer auf mich verlassen können. Es freut mich, das zu hören. Ihr gebt vor, aus Stein zu sein. Aber ich erkenne den weichen Kern, von dem ihr nicht wollt, dass ihn jemand sieht. Warum sonst würdet ihr weiterhin zu Myriam kommen und mit ihr sprechen? Abscheuliche Dinge geschehen sogar, während wir uns hier unterhalten. Ich sehe eine Stadt in Flammen. Und einen alten Freund, der den ultimativen Preis dafür zahlt, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Das weiß ich bereits. Oh, ihr könnt auch hell sehen? Nun, nein, ich... schon gut. Nach Wortham, bitte. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus dem Dorf steigt Rauch auf. Sie zerstören die Stadt! Flieht, solange ihr noch könnt! Bei allem, was heilig ist, die Stadt brennt! Tod denen, die sich der Macht des dunklen Zirkels widersetzen. Noch nicht bereit.
Helft mir! Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Lauft nicht weg! Das würde euren Tod bedeuten! Mein Glaube wird belohnt. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen! Noch nicht. Da kommt etwas. Noch nicht bereit. Gerettet. Ich suche das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen. Habt ihr es gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich sehe, in meiner Kindheit sind Onkel Deckard und ich... Es ist weg. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard!